Guten Quatsch Hamburg, eure Radio Hamburg Comedy Show mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Präsentiert vom Billstedt Center Hamburg. Ja, ich lieb es richtig. Wir waren mit der 7. auf Klassenreise da. Stadt Eiffelturm Paris, war viel cooler, ist so. Das größte Shoppingcenter im Hamburger Osten mit über 110 Geschäften. Guten Quatsch, der Discounter Aldi hatte angekündigt, im Winterhalbjahr bereits um 20 Uhr zu schließen, um Energie zu sparen. In der Branche war man jetzt gespannt, welche Supermärkte danach ziehen würden. Der Schlecki-Markt macht jetzt auch mit. Allerdings wird hier nur um 20 Uhr das Licht ausgemacht, die Türen bleiben offen. Wir haben das gestern Abend mal getestet. Einkaufen im Dunkeln, eine Reportage von Olli Hansen. Aua! Autsch! Scheiße, wieder die blöde Kühltruhe. An dem Teil habe ich mir jetzt schon das zweite Mal das Knie gestoßen. Und davor hatte ich einen Auffahrunfall mit dem Einkaufswagen beim Abbiegen zur Frischetheke. Zum Glück nur Drahtschaden. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, ob man in einem unbeleuchteten Supermarkt nicht besser mit Taschenlampe einkaufen gehen sollte. Aber das würde den Sinn der Aktion ja konterkarieren, denn Taschenlampen verbrauchen ja auch Strom. Wisst ihr, wie ich mein? Also man greift hier schon oft daneben. Zwei Dosen Mais entpuppen sich schnell als zwei Dosen gestückelte Tomaten. Und die Tafel Schokolade ist in gefühlter Nacht von einer Packung Brühwürfel auch schwer zu unterscheiden. Aber total genial für die Fehlkäufe, die man im Dunkeln unweigerlich macht, ist der große Tauschmarkt draußen auf dem Schlecki-Parkplatz. Das ist außerdem sehr kommunikativ. Da guckt man dann einfach, was andere haben und tauscht sich so im besten Fall doch noch seinen ursprünglich geplanten Einkauf zusammen. Oder man improvisiert und macht statt Spaghetti Bolognese einfach eine Brotzeit mit Stangensellerie und zum Nachtisch gibt es die Heckenschere mit Sahne. Lass so machen, Peter. Sollten die Flutlichter für den Tauschmarkt draußen auf dem Parkplatz am Ende doch mehr Strom verbrauchen als die Filialbeleuchtung im Innern, melde ich mich noch morgen. Habt ihr das exklusiv, okay? Ja, natürlich. Vielen Dank, Olli Hansen. Kurznachrichten mit Jessica Buchmann. Hamilton Musical. Wochen nach der Premiere kritisieren viele Besucher, dass gar keine Boxenstops und Reifenwechsel vorkommen. London, vorm Regierungssitz Downing Street Number 10 steht jetzt ein praktischer Premierministerspender, um bei Rücktritten schnell reagieren zu können. Neue Wortschöpfung. Wer wegen Erkältungssymptomen nicht ins Büro kommt, der macht, genau, Symptom Office. Das Wetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Schlecki-Markt. Einkauf im Dunkeln. Schlecki-Markt. Wie krank sind wir denn bitte? Das war's von uns. Wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie doof. Wir sind es schon.